So, hallo und herzlich willkommen im Studio heute. Ich wollte noch ein paar Fragen beantworten zu Wolf und Bär, größtenteils Wolf, ganz bisschen Bär. Das waren ja so meine letzten beiden Tierfilmchen. Der Bär ist noch nicht lange online, das heißt, da werden wahrscheinlich noch ein paar Fragen dazukommen. Aber ich habe halt jetzt Zeit für dieses Video und drum muss ich die anderen Fragen halt schriftlich und dann guckt ihr einfach in die Kommentare, wenn ihr da noch was wissen wollt und oder schreibt noch was in die Kommentare und wenn noch was ganz Spannendes dabei ist, baue ich das bei irgendeinem anderen Frage- und Antwortspielchen mit ein. Ja, ich hoffe, guten Ton zu haben. Hier steht das Mikrofon, das hervorragende Mikrofon. Wobei mir einfällt, ich muss dringend mal wieder noch ein Dankeschön-Video machen, unter anderem wegen dem Mikrofon. Dringend. Hat sich jetzt auch einfach irgendwie nicht ergeben. Aber kommt noch. Jawohl, und das läuft alles wunderbar. Ja, also ein paar Zuschauerfragen und ein paar generelle Infos und Updates zum Wolf, die ich so bisher noch nicht erwähnt hatte, die wir aber auch unbedingt mal ansprechen müssen, genereller Art. So, hoffe, das ist interessant und damit legen wir los. Und den ersten Kommentar, den ich mir rausgeschrieben hatte, also man muss noch sagen, das wird der Versuch eines One-Take-Videos, weil Audio und Bild nachher zusammenbauen, wenn ich da jetzt viele Schnitte setze, ist relativ umständlich. Deswegen versuche ich es einfach in einem Rutsch durch. Zwischendurch was rausschneiden geht dann zwar einigermaßen, aber nur wenn es unbedingt notwendig ist. Deswegen, wenn so ein paar kleine Längen drin sind, seht es mir bitte nach. Ich bin noch am Ausbeniefeln, wie ich das technisch am besten hinkriege mit dem guten Ton bei Studio. Aufnahmen. Gut, ja, also, erste Frage bzw. erster Kommentar, Hundezucht seit 100.000 Jahren? Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob ich den Kommentar überhaupt richtig interpretiere, dass da ein Fragezeichen dabei gewesen ist. Aber jetzt gehen wir mal einfach davon aus und sprechen da nochmal drüber. Also, der Wolf ist ganz klar domestiziert. Domestiziert bedeutet, dass eine Tierart besondere Anpassungen durchgemacht hat und nicht mehr in ihrer ursprünglichen Wildform mit uns zusammen oder bei uns lebt. Das ist ganz interessant vielleicht, dass man sich das klar machen kann. Nicht jedes Haustier, in Anführungszeichen, das wir bei uns halten, ist auch gleichzeitig domestiziert. Eine Hauskatze, die normale europäisch kurze Hauskatze, also die allermeisten Katzen, wie wir sie kennen, die ist zahm, die ist nicht domestiziert. Sie unterscheidet sich von der europäischen Wildkatze, auch wenn sie nicht direkt von ihr abstammt, doch nur so wenig, dass man da nicht davon ausgehen muss, dass das jetzt wirklich ein ganz eigenes Tier ist. Und außerdem muss man dazu sagen, wenn ein Haustier, das man in den Wald setzt, beziehungsweise in die Wildnis, und das kommt zurecht, dann hat es ja auch noch nicht sämtliche Instinkte verloren, die es so braucht für ein nicht menschgebundenes Leben. Und in diesem Fall gilt es dann auch nicht als domestiziert, sondern lediglich als gezähmt. Ja, also das wäre vielleicht so ganz grob die in die Richtung geht die Definition. Während Hunde eben dadurch, dass wir sie komplett unseren Bedürfnissen zu unseren Bedürfnissen hin gezüchtet haben, je nachdem welche Bedürfnisse das sind, ein besonderer Suchhund, ein Spürhund, Jagdhunde selbstverständlich, Wachhunde, also damit auch besonders aggressive, besonders gut aufpassende Hunde, tatsächlich Kampfhunde. Und jetzt werden mir wieder viele Leute erzählen, dass das total liebe Hunde sind im Grunde. Naja, aber die Idee war ursprünglich schon, einen Hund zu haben, der ein möglichst aggressives Verhalten und ein besonders gefährliches Temperament aufweist, um tatsächlich als Waffe genutzt werden zu können. Solche Hunde gibt's. Ja, ob das jetzt welche Rasse auch immer ist, kann ich nicht sagen, bin da kein Riesenexperte drin, aber das war zumindest mal die Intention. Und das ist ihnen in gewisser Weise auch züchterisch so mitgegeben. Es mag sein, dass es bei manchen Exemplaren, ja, Individuen, nicht so gut funktioniert hat und man damit richtiger Erziehung dieses Tieres von vornherein eben nicht zu einem Kampfhund auszubilden, sondern zum Kuschelhund, dann mag das möglicherweise auch diese Anlage überprägen, aber ursprünglich war das ja mal so. Ja? So, und jetzt ist eben die Frage, wie lang
züchten oder pfuschen, je nachdem, welche Hunderasse man sich anguckt, wir denn jetzt schon am Erbgut des Wolfs herum? Wie lang ist er denn schon in Form des Hundes unser Gefährte in allen Lebenslagen, mehr oder weniger? Und das ist eben gar nicht so einfach zu beantworten. Nämlich, die Wissenschaft streitet sich ein bisschen, allein schon anhand der fehlenden Belege und der fehlenden Beweise, weil wenn es sehr, sehr, sehr lange her ist, wird es immer schwieriger, da irgendwelche Knochen und Ähnliches zu finden. DNA-Nachweise werden dann auch ziemlich schwierig. DNA hält sich nicht ewig, sondern nur, na, was ich kriege ich nicht mehr zusammen. Wenn ich es kurz rausfinde, schreibe ich es euch unten hin, wie lange die haltbar ist. Aber deswegen funktioniert auch zum Beispiel Jurassic Park nicht. Ja, Jurassic Park, die Idee ist ja, dass man Dinosaurierblut in einer Mücke im Bernstein findet und aus diesem Blut den Dinosaurier-DNA extrahieren kann und dann ein Dino wieder auferstehen lassen. Das ist im Prinzip gar nicht mal blöd, nur hält sich DNA nicht über Jahrmillionen und damit ist das unmöglich, noch irgendwo intakte und auch nur ansatzweise rekonstruierbare Dinosaurier-DNA zu finden. Und so ähnlich ist das halt eben auch mit 100.000-jährigen Hundfossilien, mutmaßlichen Hundfossilien. Man hat nämlich in einem paläolithischen Grab, also Altsteinzeit, hat man neben einem menschlichen Insassen auch einen hundischen Insassen gefunden. Und da streiten sich jetzt eben die Gelehrten, ist das ein Hund gewesen, ist das ein Wolf gewesen? Und da muss man sich jetzt auch die Frage stellen, wo zieht man da eigentlich die Grenze zwischen Hund und Wolf? Ist ein Wolfshund, der in allem aussieht wie ein Wolf, der genauso schwer ist wie ein Wolf und sich lediglich durch ein gewisses, nach wie vor menschgeprägtes Verhalten vom Wolf unterscheidet. Ist das jetzt nun ein Wolf oder ist das nun ein Hund? Und oder macht man seine DNA fest, dass ein Wolf mindestens 90% Wolf-DNA haben darf und höchstens 10% Hund-DNA. Das ist ganz interessant, weil selbst bei wild lebenden Wölfen findet man inzwischen einige Gene in der weltweiten Wolfpopulation, die so vom Hund stammen. Ja, also durch das immer mal wieder vorkommende Paaren von Haushund und Wolf haben sich jetzt doch auch einzelne Haushundgene, das ist jetzt nicht relevant, und der Wolf ist deswegen trotzdem noch ein Wolf, haben sich aber doch in die Wolfspopulation verirrt und daher ist es gar nicht ganz trivial zu sagen, wo da überhaupt die Grenze zu machen ist. Viele sagen, dass wenn das Tier auf den Mensch so weit geprägt ist, dass es sich ohne größere Schwierigkeiten mit einer menschlichen in eine menschliche Lebensweise integrieren lässt. Und das geht mit Wölfen nämlich quasi nicht, es sei denn, man führt ein sehr seltsames Leben. Ja. Dann ist es ein Hund. Ab diesem Punkt ist es so weit domestiziert. Zumal es nämlich auch nicht möglich ist, einen freilebenden Wolf einzufangen und ihn so zu brainwashen oder was auch immer, dass der sein wölfisches Verhalten so weit ablegt, dass man ihn als Haushund halten kann. Das geht nicht. Das funktioniert nur über Generationen hinweg, dass dessen Nachkommen dann nach und nach und auch nicht die erste Generation, sondern auch erst vielleicht die zweite, vielleicht. Ich bin da jetzt auch nicht 100% in dem Thema drin, von der Expertise her. Aber erst dann über Generationen hinweg kriegt man wirklich ein Tier, was einen zuverlässigen Haushund abgibt. Und da das Tier, was da als Grabbeilage beigegeben ist, ich gehe mal davon aus, sie werden ihn getötet und zusätzlich dahingelegt haben. Das war zur damaligen Zeit, vermuten wir, ziemlich üblich. Aber wir wissen es ja nicht genau. Oder? Man erinnert sich nicht so genau so auf 100.000 Jahren. Ein bisschen her. Verglichen mit geologischen Zeiträumen ist das gestern, ja, aber es ist trotzdem ein bisschen her. ja, und da ist jetzt die Frage, ist das eben schon ein Hund? Und wenn wir sagen, ja, das ist schon ein Hund, dann ist die Domestikation des Hundes 100.000 Jahre her. Und wenn wir sagen, nee, das ist so kein Hund, dann gibt es Hinweise, dass spätestens ab 15.000, 20.000 Jahren vor heute tatsächlich Tiere auftauchen, die als gut erhaltene Knochen, denn das ist das Problem, dieses 10.000, 100.000 Jahre alte Exemplar ist halt nicht mehr gut erhalten. Mit gut erhaltenen Knochen kann man dann relativ klar nachweisen, das ist von der Anatomie
Anatomie her ganz klar kein Wolf mehr. Da fehlen wesentliche Merkmale, die ein Wolf nun mal hat. Und damit ist dann auch die Frage geklärt, ob das dann bereits ein Hund ist. Nämlich eindeutig ja. Also sucht euch was aus. 15.000, 20.000 oder sogar 100.000 Jahre ist das her, dass wir den Hund erschaffen haben, in gewisser Weise. Das ist jetzt ein böses Wort, aber kann man vielleicht so sagen. Ja, dann war da noch ein interessanter Kommentar, das ist streng genommen auch keine Frage. Ein paar Worte zur Intelligenz von Wölfen und da gibt es die These, das weiß ich nicht, aber dass ein 6 Monate alter Wolfswelpe ungefähr so intelligent ist wie ein adulter Hund. Ja, also dazu so ein paar generelle Sachen. Das hängt auch wieder mit der Züchtungsgeschichte zusammen, dass wir ganz klar sagen müssen, wir haben die einzelnen Hunderassen ja zu irgendeinem Zweck hin auf bestimmte Merkmale züchterisch verändert. Das heißt, grob wie funktioniert Züchtung? Naja, du willst einen Dackel haben, dann wirst du immer die Hunde miteinander kreuzen, die am ehesten wie ein Dackel aussehen. Ja, und dann brauchst du nochmal einen, der noch mehr wie ein Dackel aussieht. Und dann kommen da verschiedene Welpen bei rum und du nimmst den Welpen und nimmst den für weitere Züchtung, der am ehesten wie ein Dackel aussieht. Und immer so weiter, bis du dann irgendwann was hast, was tatsächlich ein Dackel schon ziemlich nahe kommt und das nennst du dann Dackel. Vorsichtig ausgedrückt. Das Problem ist, dass bei dieser selektiven Züchtung ja immer nur nach wenigen Merkmalen geguckt wird. Und keines dieser Merkmale ist im Regelfall Angepasstheit an den Lebensraum gewesen. Beziehungsweise alles sind Angepasstheit an den Lebensraum gewesen. Nur war der Lebensraum im Fall vom Hund eben das Zusammenleben mit uns. Deshalb ist es schwierig, sagen wir mal so, Hunde haben im Laufe ihrer Entwicklung, die ja auch schon eine Weile her ist, durchaus auch eine hohe Intelligenz behalten und eine hohe Anpassung daran entwickelt, uns zu verstehen. Und wenn man sich jetzt anguckt, da gibt es interessante Versuche, das ist bei tierischer Intelligenz ja immer sehr schwer zu messen und sehr schwer festzustellen, wo man zum Beispiel menschnahe Wölfe, also schon echte Wölfe, genetisch Wolf, aber von Menschen aufgezogen und bei Menschen lebend und mit regelmäßigem menschlichen Kontakt in einem Freigelände und so weiter. Also so domestiziert, wie ein Wolf nur sein kann, quasi. Wenn man mit denen in so einen Raum geht und ihnen versucht zu zeigen, wo man ein Leckerli versteckt hat. Also da gibt es verschiedene Versuche, aber in diese Richtung geht es. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Leckerli ist da, ja, und zeige da drauf und gucke da hin und versuche dem Wolf zu sagen, da ist das Leckerli. Der wird es im Regelfall nicht finden oder er findet es dann, wenn er es erschnüffelt hat oder wenn er es gefunden hat, weil er halt überall gesucht hat. Er kann aber mit unserem Hinweis, wo das Leckerli liegt, wenig bis gar nichts anfangen. Das hängt davon ab, wie oft man das wiederholt. Irgendwann ist ein Wolf als extrem lernfähiges Tier auch in der Lage zu kapieren, wenn der dahin zeigt, dann ist da mein Leckerli und lernt das nach und nach. Während Hunde hingegen viel, viel besser und auch intuitiv meistens dazu in der Lage sind, mit ein bisschen Training recht schnell zu kapieren, dass wenn der Brötchengeber, also eher der Fressenabfüller, sagt, da ist Leckerli, dann ist da Leckerli. Hunde sind also hochgradig darauf spezialisiert, und das ist auch eine Form von Intelligenz, zu verstehen, was wir von ihnen wollen. Auch wenn sie mal nicht weiter wissen. Man hat dann bei diesen Versuchen auch teilweise unbekommbare Leckerli sozusagen irgendwo versteckt, wo die Tiere zwar rausgefunden haben, da ist das Leckerli, aber ich komme da nicht ran und ich habe keine Chance, da ranzukommen. Und da hat man beobachtet, dass die Wölfe viel länger versuchen, an dieses Leckerli irgendwie ranzukommen, dass sie viel mehr ausprobieren, viel kreativer darin sind, zu versuchen, eine Lösung zu finden, wie sie jetzt doch dieses Hindernis, was auch immer das ist, ist ganz egal, überwinden können, um an das Leckerli zu kommen, während Hunde einmal kurz klönk, klönk, klönk mit der Pfote, schnüffel, schnüffel und in dem Moment gucken sie zu uns. Löst das Problem für mich. Sag mir, was ich tun soll. Das ist ja nicht dumm. Das ist
angepasstes Verhalten. Der Wolf ist auch nicht unbedingt schlauer, weil er selbstständig nach kreativen Lösungen sucht, aber er ist erfindungsreicher, sagen wir es mal so. Und drum ist die Frage generell, nach was ist intelligenter, Wolf oder Hund, ist schwierig zu beantworten. Der Wolf hat im Laufe seiner natürlichen Evolution mitbekommen, dass es für ihn ein großer Vorteil für seine Ausbreitung ist, anpassungsfähig zu sein, selbstständig Lösungen zu finden und sich selbstständig an die jeweiligen Lebensumstände, mit denen er nun mal klarkommen muss, anzupassen und zu lernen, selbstständig zu lernen. Für Hunde ist Lernen nur insoweit erforderlich, dass sie lernen müssen, mit uns klarzukommen und uns zu verstehen. Was anderes verlangen wir von Hunden eher selten, sage ich jetzt mal. Ja? Und dadurch funktioniert eben die Intelligenz von einem Hund und von einem Wolf anders. Und in vielen Fällen, also insbesondere wenn es jetzt um Fragen des, wie komme ich klar draußen in der Wildnis geht, da ist ein Wolf einem Hund haushoch überlegen. Die meisten Haushunde, selbst wenn sie körperlich dazu in der Lage wären, Beute zu machen, die meisten ist vielleicht übertrieben, aber ganz viele Haushunde kriegen es trotzdem nicht wirklich auf die Reihe, sich da tatsächlich so erfolgreich in der Wildnis zu bewähren, dass sie komplett da leben können. Manche schon, ja, das gibt es ja auch. Ist ja jetzt nicht so, dass das gar nicht vorkommt. Aber mit der Spezialisierung und mit der Angepasstheit vom Wolf, und da müssen wir uns wirklich klar machen, der Wolf ist, wenn wir uns das Verbreitungsgebiet angucken, das erfolgreichste Säugetier der Erde. Das ist ein hochspezialisierter, extrem erfolgreicher Prädator. Also wenn wir das als Maschine jetzt einfach mal ansehen, das System Wolf sozusagen, ist das erfolgreichste Säugetier nach uns. Ja? Wenn es darum geht, sich neue Lebensräume zu erschließen und unter jeglichen denkbaren Bedingungen draußen sich an die Natur anzupassen und mit dem zu arbeiten, was da ist. Also die sind selbstverständlich hochintelligent. Das macht ein Hund aber ja nur zum Teil eben dümmer. Es ist halt schwer zu sagen und da müssten wir uns vorher wirklich noch lange Gedanken machen, wie wir Intelligenz beim Tier überhaupt definieren wollen. So, was haben wir noch? Ja, das ist auch ein Kommentar gewesen. Das ist auch nicht, das ist in Ordnung. Ich möchte da gar nicht protestieren. Ja? Also bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt da widerspreche, in Anführungszeichen. Und zwar, Wölfe reißen hauptsächlich alte und kranke Tiere. Das ist zum Beispiel noch eine Ansicht, die man aus der beginnenden Wolfsforschung so in den 70ern und 80er Jahren, da waren wir noch nicht ganz so weit mit der Wolfsforschung von zum Beispiel Erik Ziemen. Erik Ziemen ist vielleicht der Wolfsforscher. Das ist so der Pionier der Wolfsforschung schlechthin. Wenn man mal irgendwas Historisches zur Wolfsforschung lesen möchte, Erik Ziemen, unbedingt empfohlen. Der hat sich auch später noch weiterhin mit dem Thema Wolf beschäftigt und hat dann auch noch ein paar aktuellere Werke dazu veröffentlicht. Aber ohne ihn gäbe es die moderne Wolfsforschung vielleicht schon, aber jedenfalls hätte sie nicht so schnell solche Fortschritte gemacht, wie sie es dann getan hat. Er ist auch innerhalb der Verhaltensforschung, das ist ja ein Spezialgebiet im Bereich der Zoologie, wo man dann wirklich auch mal versucht hat herauszufinden, wie Tiere eigentlich agieren. Nicht nur, das Tier ist so und so groß, so und so schwer, hat so einen Schädel und die Zähne, sondern was macht das eigentlich den ganzen Tag und unter welchen Bedingungen macht es das und nach welchen Kriterien fällt ist Entscheidungen, weil ein höheres Tier, ein Säugetier sind ja alles hochentwickelte Tiere, die haben ja tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Die reagieren nicht nur auf Reize, hier ist es hell, ich schwimme dahin, wo hell ist, sondern müssen sich überlegen, wie machen sie was. Ja? Da ist also definitiv Denkprozesse, die da stattfinden. Ja, und was war die Frage? Genau, Wölfe reißen hauptsächlich alte und kranke Tiere. Das ist eben auch noch so eine Vermutung, die aus dieser Zeit stammt und die man dann aus der Beobachtung mancher Wolfspopulationen auf alle Wolfspopulationen übertragen hat. Und tatsächlich sind Wölfe in Alaska beispielsweise oder Kanada
Am besten untersucht, weil die verstecken sich nicht, da gibt es keinen Wald, da kann man sich nicht groß verstecken, die sind dementsprechend einfach zu entdecken und die haben naturgemäß, dadurch, dass wir da wenig vorkommen, so wenig Kontakt mit uns, dass wenn wir da mal aufkreuzen, um sie zu beobachten, die erstmal nicht wissen, was sie mit uns anfangen können, neugierig sind, herkommen und möglicherweise sogar an uns rumschnüffeln und erstmal gespannt sind, was sind denn wir überhaupt? Und das macht das naturgemäß einfach, sie dann zu beobachten. Und es gab auch jede Menge Leute, die sich zum Beispiel nach und nach in einen Wolfsrudel integriert haben, indem sie dann mit denen geheult haben, mit denen am roten Fleisch geknabbert haben, mit denen ja, auf die Jagd gegangen ist, ein bisschen relativ. Da gab es ganz viele interessante Ansätze. Auch einer, der zum Beispiel das Ganze nackig gemacht hat oder nur mit einem Lendenschurz, ich weiß nicht, ob der überhaupt nicht bekleidet war und auf allen Vieren rumgelaufen ist und versucht hat, sich so wolfsartig wie eben möglich zu benehmen und sich so ins Rudel zu integrieren. Das ist kein besonders wissenschaftliches Vorgehen und die Ergebnisse daraus sollte man auch nicht unbedingt verallgemeinern, um jetzt irgendwelches Wolfsverhalten genau vorhersagen zu können. Aber aus dieser Zeit jedenfalls, als man diese Untersuchungen durchgeführt hat, stammt eben die Vermutung, dass sie sich eher die kranken und schwachen Tiere schnappen. Ja, und wie kommt man da drauf? Ganz einfach, wenn die Wölfe naturgemäß in ihrem Lebensraum große Herden von Rentieren als Nahrungsquelle haben. Dann werden sie denen so lange hinterherrennen, bis halt irgendein Tier sie erwischen. Ja? Und welches Tier erwischen sie zuerst? Na, das Langsamste. Da gibt es ja diesen schönen Witz von den zwei Menschen in der Savanne. Und dann sehen sie in der Ferne einen Löwen. Der eine bückt sich und schnürt sich die Sportschuhe fester und bereitet sich drauf los, loszulaufen, drauf vor, loszulaufen. Der andere meint, bist du blöd? Wir sind eh nicht schneller als ein Löwe. Kannst du dir sparen, da wegzurennen? Und dann meint der, der da seine Schuhe schnürt, ja, ich muss ja auch nicht schneller sein als der Löwe, sondern nur schneller als du. Und dieses Prinzip ist halt auch das, was tatsächlich Wölfe anwenden. Denen ist es relativ egal, wen sie aus der Herde zu fressen bekommen. Und das ist naturgemäß dann immer der, der halt am langsamsten ist oder die in den meisten Fällen. Diese großen Herden sind überwiegend weibliche Tiere meistens. Ja, und daher kommt eben diese Vermutung, dass sie immer die Schwächsten und Jüngsten, weil naturgemäß ist ein junges Tier auch nicht so schnell wie ein altes Tier, weil er hat kürzere Beine, sich da eben rauspicken. Das stimmt in diesen Lebensräumen auch absolut. Das stimmt aber nicht zum Beispiel für den mitteleuropäischen Wolf, und schon gar nicht für den deutschen Wolf. Da haben wir nämlich gute Erkenntnisse, weil das ist ja relativ einfach zu beobachten, weil passiert vor der Haustür, dass die quasi gar nicht selektieren, was für Rehe sie sich schnappen. Die Rehe sind es noch nicht gewöhnt, dass der Wolf wieder da ist, so quasi, beziehungsweise es gibt so viel Reh, dass der Wolf aus dem Vollen schöpfen kann. Noch. Das mag sich gegebenenfalls noch ändern, dazu kommen wir dann in einer Stunde oder so. Nein, oh, ich hoffe nicht. Und ja, das führt einfach dazu, dass wir diesen Effekt so gar nicht beim deutschen Wolf beobachten können. Und das war mir jetzt einfach nochmal wichtig. Es hängt stark vom Lebensraum des jeweiligen Wolfsrudels ab, inwieweit die tatsächlich Gesundheitspolizei machen und sich kranke, schwache, junge Tiere da in irgendeiner Form, also bei den jungen Tieren dann sozusagen auch die schwachen jungen Tiere, die ohnehin nicht zu einem starken, großen Tier geworden wären, wenn man das philosophisch so sehen möchte, dass die sich nur die rausschnappen würden. Ne? Gut, haben wir, glaube ich, soweit ausreichend behandelt. Kann ein Wolf ein Wildschwein erlegen? Ein kleines absolut und ein kleines tut er auch. Und das ist jetzt spannend, insbesondere deswegen, weil es kommt wieder darauf an, welche Wolfspopulation wir uns angucken. Der deutsche Wolf, das wissen wir auch ziemlich genau, weil die werden ja wirklich hervorragend und umfassend monitorisiert, so beobachtet. Und wir wissen, dass sie junge Wildschweine sehr gerne vertilgen. Ja, also wenn sie einen Frischling kriegen können, dann wird der Frischling auch gerne genommen. Und so ein Frischling, der macht jetzt nicht
7 Tage satt, aber das ist schon erstmal eine Portion für ein paar Wölfe, für ein, zwei Tage, je nachdem, wie frisch der Frischling jeweils gewesen ist. Also so ein kleines Wildschwein kriegen sie putt. Sie kriegen auch sicherlich noch ein erwachsenes Wildschwein, solange das noch nicht allzu groß ist, putt. Und beim Wildschwein muss man wirklich im Hinterkopf behalten, die gibt es halt von, ja, kleine Schweinchen, das durchschnittliche deutsche Schwein hat so ungefähr 50 Kilo. Das ist also dann auch schon zwar ein Tier, das man jetzt ein bisschen ernst nehmen muss, aber auch noch nicht untötbar für einen einzelnen Wolf. Also das geht schon. Die würde ja schon noch kaputt kriegen. Die haben auch noch nicht so einen dicken Hals, dass da keine Wirbelsäule zu verletzen wäre und auch noch nicht so eine gepanzerte Kehle in Anführungszeichen, dass sie die gar nicht mehr tot kriegen würden. Aber das ist natürlich mit einem Risiko verbunden. Und der Wolf ist vor allen Dingen eins, nämlich er ist Opportunist. Das heißt, er nimmt immer die Nahrung, die mit dem geringsten Aufwand, also die geeignete Nahrung, muss man dazu sagen, die mit dem geringstmöglichen Aufwand zu bekommen ist. Und wenn man überall Rehe hat, die im Vergleich zum Wildschwein auch noch erheblich dümmer sind. Ja, ein Reh ist nicht dumm, aber im direkten Vergleich zum Wildschwein ist es dümmer. Und dann nehmen die Rehe. Ja, solange sie noch genügend Reh kriegen können, werden sie immer Reh nehmen. Es sei denn, sie merken halt gerade, oh, im ganzen Wald riecht es nach Frischling. Es gibt gerade ganz viele frische Frischlinge und die kann man quasi einfach nur so weghapsen. Und denen kommt auch noch zugute, dass die Zahl der Frischlinge pro Bache in letzter Zeit eher zugenommen hat. Durch die sehr guten Vermehrungsbedingungen für Wildschweine kriegen die Frischlinge noch und nöcher. Und wenn sie dann halt ganz viele Frischlinge haben, dann ist auch eine erfahrene Bache nicht mehr in der Lage, insbesondere nicht gegen eine ganze Gruppe von Wölfen, alle davon zu verteidigen. Man kennt das ja, hat man ja schon Bilder gesehen, haben viele von uns sicherlich auch schon so erlebt. Über den Waldweg springt zuerst die Sau, flop, tschung, weg ist sie. Und dann kommt flop, flop. Flop, 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 wie so die Schäfchen auf der Weide, die gedanklich über den Zaun springen, was sie normalerweise gar nicht tun, egal, kommen da jede Menge Frischlinge hinterher. So, und der letzte, wenn da kurz ist, der Wolf auftaucht und macht kurz Snack und haut mit dem wieder ab, dann ist der weg. Ja? Also gerade im Transfer ist da reichlich Möglichkeit gegeben für einen Wolf, wenn er sich irgendwo versteckt hat, wenn der Wind günstig steht. Da mal eben aus dem Unterholz zu kommen und sich so einen Frischling zu snacken. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Aber erwachsene Wildschweine, auch dieses 50 Kilo Durchschnittsschwein, das wird schon mal erlegt, aber ich denke, das ist eher selten. Das besagen auch die Zahlen, dass das eher selten ist, soweit wir, ja, man kann recht einfach nachweisen durch Mageninhalt, durch Kotproben auch, was hat der Wolf gefressen. Aber dann kommt man eher drauf, der hat gefressen folgende Tiere. Man kommt auch auf einen gewissen Anteil, indem man viele Kotproben nimmt und meinetwegen 100 Kotproben und in 99 ist Wildschwein drin, dann geht man davon aus, dass der Wolf sehr viel Wildschwein frisst. Was man dann aber noch nicht weiß, ist eben, wie alt war denn das jeweilige Wildschwein, was sie gefressen haben. Haben sie einen 250 Kilo Keiler erlegt? Das wird nicht passieren. Das wäre völlig bekloppt, ja. Und besonders beklopptes und irrationales Verhalten finden wir natürlich bei uns, aber selten, nur sehr selten bei in der Wildnis lebenden Tieren, weil beklopptes, idiotisches Verhalten hat zwar in der menschlichen Gesellschaft nicht unbedingt Konsequenzen, in der Natur aber schon. Diese Konsequenz ist Tod. Nennt man natürliche Selektion. Wer doof ist, stirbt aus, im Prinzip. Ja? Und drum eben ist der Wolf ja so erfolgreich, durchaus in seiner Verbreitung, weil er eben überhaupt nicht doof ist und daher das Gegenteil von Aussterben. Wir sehen es ja auch daran, dass sich der Wolf tatsächlich schafft, als eins von zwei gerade auf natürlichem Wege bei uns wieder einwandernden oder, ja, was heißt wieder einwandern? Ja, was ich hier andeute, ist der Goldschakal. Den habe ich jetzt dann doch im eigentlichen Dreh vergessen und ich dachte, ich füge ihn schnell nochmal in einem verschnupften Audio-Exkurs hinzu aus dem Schnitt. Der Goldschakal, das ist ein, ja, zum Beispiel von der Iberischen Halbinsel stammender, auch hundeartiger, also ganz nah verwandt mit dem Wolf, näher mit dem Wolf verwandt, als zum Beispiel der Fuchs mit dem Wolf verwandt ist.
Und der hat es inzwischen zu einer stabilen Population in Ungarn geschafft. Vielleicht gibt es eine solche auch bereits in Österreich und auch in Deutschland, gar nicht weit von mir, sind bereits Goldschakale aufgetaucht. Die sind allerdings streng genommen nicht am Wiedereinwandern, sondern die sind am Ersteinwandern. Das ist eine Sensation wissenschaftlicher Art, dass ein großes Säugetier, so ein Goldschakal ist jetzt zwar nicht besonders groß, der hat so 4, 5, vielleicht auch mal 10 Kilo, wenn es so ein richtig fetter ist, aber viel mehr nicht. Ne? Aber dass allein schon so ein Tier aus alleiniger Kraft und ausnahmsweise mal nicht ausgebüxt aus der Pelzfarm oder sonst woher durch unsere Hilfe einwandert, sondern ganz von alleine, das ist eine zoologische Sensation. Das ist so in historischer Zeit quasi nicht vorgekommen. Es sind immer nur welche ausgestorben. Es sind nie neue eingewandert, weshalb wir, also ich persönlich mich sehr freue, dass der Goldschakal uns besuchen kommt. Ob der jetzt eine Population in Deutschland aufbauen kann oder nicht, das weiß ich nicht, das wird man sehen müssen und das ist noch mal ein ganz eigenes und anderes Thema, aber ich wollte ihn jetzt doch nicht gänzlich unter den Teppich kehren. Also auch ein wirklich ganz, ganz tolles Tier. Das eine Tier, das richtig, richtig erfolgreich durch alleinige Kraft und durch alleiniges Ausbreitungsvermögen nach Deutschland wieder einwandert, ist der Wolf. Ja, das schafft der Bär nicht, das schafft der Luchs nicht, das schafft der Elch nicht, das schafft wirklich sonst kein größeres Säugetier, Vögel, oder bin ich nicht auf dem Laufenden. Das kann wirklich nur der Wolf und allein das zeigt ja vielleicht wirklich sein ökologisches Potenzial, nennt man das, wenn man also wirklich hervorragend in der Lage ist, sich an beliebigen Lebensraum anzupassen. Auch die Tatsache, dass ihn unsere Kulturlandschaft relativ wenig stört, dass er über eine Straße halt drüber läuft und die ihn sonst nicht weit kratzt, dass er durchs Dorf läuft, inklusive am Kindergarten und an der Bushaltestelle vorbei, weil da sind halt Kindergärten und Bushaltestellen. Dass er also was kann und das problemlos hinkriegt, trotzdem uns meidet, aber nicht unsere Strukturen, also auch diesen Schluss hinbekommt, nur weil da jetzt ein Mensch ein Haus hingestellt hat, muss das nicht zwingend heißen, dass das jetzt gefährlich sei. Ist es ja auch nicht, weil ein Wolf ist ja geschützt und Otto Normalverbraucher geht normalerweise nicht mit dem Küchenmesser auf den Wolf los. Weshalb soll der also eigentlich davon ausgehen, dass wir besonders gefährlich wären, ergo unsere Häuser irgendwo besonders gefährlich wären? Das wäre ja völlig bekloppt. Wie soll er auf die Idee kommen, dass das so sei? Und so ist es ja noch nicht mal. Dementsprechend ist da ganz viel Interessantes zu beobachten. Ja, und nochmal, große, schwierig zu erlegende Beutetiere angreifen, das tun Wölfe nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist, wenn die Alternative zu diesem Risiko darin besteht, dass sie tatsächlich verhungern. Ja? Oder in Bälde verhungern, wenn der Hunger also besonders groß wird, steigt die Risikobereitschaft, auch mal ein starkes, besonders großes Tier anzugreifen, drastisch. Entschuldigung, drastisch an. Aber das gibt es in Deutschland nicht, weil noch eben die Rehdichte in den allermeisten Wolfslebensräumen sehr, sehr hoch ist. Wobei wir da auch im gleichen Zusammenhang noch sagen müssen, Reh mag die Hauptbeute sein, aber das Hauptvorkommen vom Wolf ist auch an rotwildreiche Gebiete in Deutschland gekoppelt. Und dass der Wolf in Österreich eine vergleichsweise schnelle Ausbreitungsrate, wo es flächendeckend mehr oder weniger Rotwild gibt, hat, mag vielleicht auch damit zusammenhängen. Das ist jetzt erstmal nur eine Korrelation und noch nicht zwingend eine Kausalität, aber schon sehr verdächtig, ja. Das heißt, es mag sein, dass die Ausbreitung des Wolfs in Regionen ohne Rotwild deutlich geringer ist. Ganz willkürlich ausgewähltes Beispiel, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Der eine Wolf im Schwarzwald wohnt im Rotwildgebiet. Der Schwarzwald ist groß. Er wohnt ausgerechnet im Rotwildgebiet. Ja. Aber das muss überhaupt nichts heißen. Ja? Also das wäre jetzt nicht wissenschaftlich zu behaupten, dass das jetzt daraus irgendeine Folge entsteht. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Gut,
Dann war da der Kommentar mit dem Hund, der täglich 500 Gramm Fleisch frisst und ich bei Wölfen behauptet habe, die würden 4 Kilo am Tag brauchen. Also zunächst mal, das ist ein Wert für eher große Wölfe, ja, also so einen guten Durchschnittswolf und über beide Geschlechter gemittelt. Sie frisst im Regelfall, insbesondere wenn sie Jungen zu versorgen hat, mehr als er. Und wenn sie Milch produzieren muss, und außerdem kommt ja noch dazu, dass die Welpen auch noch versorgt werden müssen und in der Statistik nicht ganzjährig auftauchen, sondern nur teilweise, haben wir da erstmal eine gewisse statistische Verzerrung. Ja, also diese 4 Kilo Durchschnitt sind wirklich Durchschnitt unter den Bedingungen, den Lebensbedingungen übers Jahr verteilt. Ein Wolf braucht mehr Futter im Winter. Ein Wolf braucht mehr Futter, wenn er auf Wanderschaft ist. Ein Wolf braucht mehr Futter, wenn es ein Weibchen ist und trächtig, und braucht mehr Futter, wenn es ein Weibchen ist und Jungen zu säugen hat. Und dadurch ergeben sich also viele Bedingungen abseits vom Standard-Wolf-Dasein, sage ich jetzt mal, was auch immer das sein soll, bei denen ein erhöhter Kalorienverbrauch herrscht. Außerdem, selbst das normale, nicht werfende, von mir aus männlicher Wolf, der 2 Jahre alt ist und kurz davor steht abzuwandern, aber noch normal mit dem Rudel unterwegs ist, selbst der legt am Tag mindestens 20, gerne auch mal 30 Kilometer mit seinem Rudel zurück. Und das braucht tatsächlich auch beim Wolf entsprechend viele Kalorien. Je mehr die rumlaufen, desto mehr Kalorien verbrennen die. Dann sind sie ganzjährig draußen. Sollte es in ihrem Verbreitungsgebiet einen richtig kalten Winter geben, was bei Wölfen durchaus häufiger vorkommt, die kommen ja wirklich bis Nordgrönland vor, und da ist es kalt. Es war in Mittelgrönland schon definitiv kalt genug, kann ich bestätigen. Und das braucht alles enorm Kraft, das braucht alles enorm Energie. Und dann muss man ja nochmal sagen, 4 Kilo Fleisch heißt quasi 4 Kilo Anteil am Beutetier. Und das Beutetier besteht ja nicht nur aus Fleisch, sondern auch aus Fell und Haut, beides nicht besonders gut zu verdauen. Aus Knochen, auch die sind nicht besonders gut zu verdauen. Und damit errechnet sich dann, wenn man jetzt also sagt, 4 Kilo Beutetier, nicht, das sind nicht 4 Kilo Fleisch, das sind dann von mir aus 3,5 bis 3 Kilo Fleisch, also wirklich Fleisch, was da dann auch übrig bleibt. Und andererseits muss man auch wieder sagen, die essen natürlich auch die Organe, die essen sie besonders gerne, die sind sehr nährstoffreich, und das führt wiederum dazu, dass dadurch, dass die sehr nährstoffreich sind, ein bisschen das andere Zeug, also Fell, Haut und so weiter, aufgewertet werden. Also das ist schwer zu sagen, aber vor allen Dingen kommt der Unterschied in dieser Hinsicht zwischen Hund und Wolf einfach durch die ganz unterschiedliche Lebensweise, ne? Nicht zweimal am Tag Gassi gehen, ich weiß nicht, was man mit dem, ne? Also wenn der Wolf jetzt jeden Tag neben dem Fahrrad, 2 Stunden neben dem Fahrrad herrennen muss und dann auch seine 30 Kilometer, Quatsch, der Hund neben dem Fahrrad herrennt und auch seine 30 Kilometer macht, dann wird man den wahrscheinlich, ganz vorsichtig gesagt, auch nicht mehr mit 500 Gramm Schnitzel am Tag satt kriegen. Das kann ich mir dann fast nicht mehr vorstellen. Ja? Oder da muss dann noch ein bisschen Trockenfutter dazu oder was weiß ich. Ich bin ja kein Hundehalter, aber das dürfte dann schwierig werden. Ja. Aber nochmal auch eben der Faktor Jungenaufzucht, Welpenaufzucht, wenn man das immer umrechnet auf jeweils das Individuum, dann steigt der Nahrungsverbrauch doch massiv an. Also die Zahl ist schon korrekt. Ungefähr 4 Kilo. Ja. Lass es 3,5 sein. Dann zu den Bären war die Frage, ob die auch Winterschlaf halten. Wir haben ja im Wolf-Video ja auch kurz Jurka gesehen, die Bärin, die von Gaia in den Hintern gebissen wird. Und gezwickt, muss man sagen. Die hält Winterschlaf. Ja, auch Winterschlaf halten alle alten Bären. Und vielleicht noch auch nochmal aufgrund eines anderen Kommentars, den ich jetzt zwar nicht aufgeschrieben habe, aber es ist wichtig, dass man wirklich realisiert, die Tiere in diesem Park, in dem ich die Aufnahmen gemacht habe, die stammen alle aus ganz miserablen bis hin zu tierquälerischen Haltungsbedingungen,
bis hin zu, ja, okay, es gibt auch ein paar, die nur aus suboptimalen Haltungsbedingungen, sage ich jetzt mal, stammen. Aber sie stammen bis auf Yorker selber alle aus Haltungsbedingungen. Das sind alles keine Wildtiere. Und wenn man die jetzt überführt in die bestmöglichsten Haltungsbedingungen, die man sich für Raubtiere überhaupt wünschen kann, das ist dieser Park. Das ist so gut wie nur irgendwie geht, kommt gleich drauf, warum. Dann ist das ganz klar eine Verbesserung. Das ist zwar immer noch Gefangenschaft, aber realistisch betrachtet und ohne jetzt irgendwelche Romantisierungen und irgendwelche Ideen von grünen Laserstrahlen und blauen Wölkchen, gibt es zwei Alternativen. Entweder sehr gute Haltungsbedingungen oder tot. Weil die kann man so nicht draußen rumspringen lassen, dann sind sie nämlich gleich tot, weil sie nicht angepasst sind ans Leben draußen, das nie gelernt haben. Ein Wolf mag instinktiv, wenn man ihn freilässt, wahrscheinlich schon in der Lage sein, irgendwie was zu essen aufzutreiben. Das Problem ist nur, dass die alle menschgeprägt sind und daher auch die Nähe zum Menschen weiterhin suchen werden und weiterhin auf die Idee kommen, dass wo Menschen sind, da gibt es Futter. Und das stimmt ja auch, da gibt es ja tatsächlich Futter. Siehe Mülltonne ausräumen. Und das wird langfristig dazu führen, dass die einfach politisch nicht tragbar sind, weil keiner Lust hat, vom Wolf gebissen zu werden, weil die Leute Angst bekommen werden, wenn der Wolf ihre Mülltonne ausräumt und noch schlimmer, wenn es der Bär macht. Ja? Um das mal auf den Bären zu übertragen. Das ist einfach nicht realistisch. Das mag man sich vielleicht anders wünschen, aber das wird nicht passieren, dass das akzeptiert wird. Insbesondere nicht von Leuten, die Kinder haben. Und zu einem gewissen Grad, da kann man sich jetzt streiten, ob das sehr, sehr nachvollziehbar ist oder nur nachvollziehbar, kann man, glaube ich, verstehen, dass wer Kinder hat, nicht unbedingt derjenige einen Bär im Garten haben will. Zumal Bären sich darüber bewusst sind, dass denen keiner was kann, de facto. Und sie daher sehr wohl auch gerne mal jemanden angreifen. Es gibt ja viele Beispiele, wo, das ist eine der Sachen, die in den USA gut gehandelt werden, in den USA jemand vom Bär gekillt wird, was da niemanden stört, weil in dieser Hinsicht ist diese freiheitliche Grundordnung, die da führen oder zum Führen meinen, kann man sich jetzt auch wieder streiten, ganz praktisch, weil wenn du vom Bär gefressen wirst, bist du selber schuld, hättest ja nicht dahin gehen müssen, wo der Bär ist. Jedenfalls ist der Bär in diesem Zusammenhang nicht schuld. Das ist erstaunlicherweise etwas, was in den USA ganz hervorragend funktioniert. Hier bei uns würde ich mir ziemlich sicher, dass der Bär schuld wäre, wenn der Bär jemanden frisst, weil derjenige ihn geärgert hat oder was auch immer. Oder nicht, muss ja nicht fressen sein. Töten reicht ja schon. Ob man dann noch gefressen wird, also ich persönlich bin der Meinung, wenn mich schon irgendein Raubtier killt, dann will ich ihm auch schmecken. So, ging es denn? Was war die Frage? Ach so, ob die Bären im Knast auch schlafen. Ja, stimmt. Und der Exkurs war, warum die denn da im Knast überhaupt hocken, beziehungsweise warum das besser ist. Naja, also folgendes. Die Haltungsbedingungen sind deswegen so gut in diesem Wolf- und Bärenpark und auch in dem anderen bei Vorbis, der ist genau das gleiche quasi, nur an einem anderen Ort, gleiches Prinzip. Deswegen so gut, weil erstens, die Tiere haben sehr viel Platz. Also selbst für gute Zoos, gute Zooverhältnisse, so also richtig gute Zooverhältnisse, haben die in diesen Parks nochmal viel mehr Platz. Die haben wirklich, wirklich viel Platz. So, zweitens, es gibt zwar Leute, die da rumspazieren, aber was es nicht gibt, ist direkter, abgesehen von Beobachten, direkter Kontakt zwischen Mensch und Tier. Heißt, es gibt keine Fütterungsshows. Zum Beispiel bei den Wölfen wäre es ja problemlos möglich, die unter Mordstamtam und publikumswirksam zu füttern, zu den Wölfen ins Gehege zu gehen, die dabei zu streicheln, sich mit den Wölfen zu balgen. Jeder zieht am Ende vom Eisbein und so weiter. Das kann man in verschiedenen anderen Wolfparks dann teilweise erleben. Ob das jetzt gut ist oder ob das jetzt schlecht ist, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall kein artgerechtes Verhalten der Wölfe, jedenfalls, weil wir sind nicht artgerecht. Dass wir mit dem Wolf interagieren, das würde so im freien Lebensraum wahrscheinlich so nicht vorkommen. Ja, wahrscheinlich. Wissen wir nicht. Es gibt, naja, aber wenn wir uns
Urvölker angucken, dann haben die ihre Hunde, die haben keine Wölfe. Wölfe sind für die gefährlich und Wölfe sind bei denen nicht besonders beliebt. Beispiel Inuit zum Beispiel. Die haben ihre Hunde sind überlebenswichtig, traditionell zumindest, aber einen Wolf brauchen die eigentlich nicht und die würden nicht auf die Idee kommen, sich jetzt mit einem Wolf anzufreunden, zumindest nicht im Regelfall. Gut, aber das wäre so die eine Sache, diese zweite Faktor jedenfalls, weshalb die Wolfshaltung und Bärenhaltung da so gut ist, es gibt eben wirklich keinen Kontakt zu Menschen. Die werden nicht dressiert, die werden nicht domestiziert, mit denen wird nicht gekuschelt, die werden nicht gebürstet. Wenn mal eine tierärztliche Behandlung notwendig ist, müssen sie halt vorher betäubt werden, dann kriegen sie es nicht mit, okay. Aber das ist auch wirklich das Minimum und das oder gleichzeitig das Maximum, was da eben an direkten menschlichen Kontakt stattfindet. Es gibt auch keine Showfütterung, dass die Tiere also wissen, es gibt immer dienstags, donnerstags und meinetwegen am Samstag was zu fressen und zwar genau an diesem Punkt, an dieser Fütterungsstelle und sie dann schon 2 Stunden vorher, bevor sie wissen, ungefähr das Gefühl haben, jetzt müsste es ja mal wieder Futter geben, schon dastehen und heulen und Männchen machen und was weiß ich, um jetzt möglichst schnell ihr Fresschen zu kriegen. Das ist ja auch ein geprägtes Verhalten. Und draußen in der Natur ist es halt nicht so, dass zu regelmäßigen Abständen an immer demselben Ort plötzlich ein Essensdrop stattfindet. Und drum macht man das in diesen Parks auch so, dass man dann nur unregelmäßig und an völlig unterschiedlichen Stellen füttert und teilweise auch das Zeug noch für sie versteckt. Also, dass man mal was eingräbt, dann müssen sie es erst ausbuddeln und müssen es erst mal finden vor allen Dingen. Ja, so in diese Richtung. Also auch da so natürlich wie irgendwie noch geht unter den gegebenen Bedingungen. Und das sind wirklich hervorragend. Also bessere Haltungsbedingungen kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man sich jetzt die alten Bären anguckt, wirken die ein wenig alt? Ja. Warum wirken die ein wenig alt? Na, die sind alt. Ja. Und ob die jetzt unglücklich gucken? Das kann kein Mensch beurteilen. Das kann mir niemand erzählen, dass man irgendwie in der Lage wäre, mit menschlicher Empathie aus dem Gesichtsausdruck eines Tieres, das mit Mimik überhaupt nicht kommuniziert. Ja, das kommt bei denen nicht vor. Beim Wolf noch ein kleines bisschen, beim Bär gar nicht. Dass man daraus irgendwelche Gefühle des Tieres ablesen möchte. Das ist dann wieder Wohlfühlökologie und Wohlfühlökologie ist von Wissenschaft ungefähr so weit weg wie die katholische Kirche. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht viel. Gut, der Winterschlaf. Ja, und die alten Bären, die eben schon lange aus ihren miserablen Haltungsbedingungen, zum Beispiel im Betonbunker oder sogar als Tanzbär oder als Zirkusbär oder irgendwelche sonstigen Tierquälereien, das ist alles schlicht und ergreifend Tierquälerei. Punkt. Na, da braucht man nicht irgendwas schönreden wollen. Ein Raubtier wie ein Bär in einem Zirkus, das ist einfach nur Tierquälerei. Punkt. Und aus diesen Bedingungen sind sie raus. Das sind sie schon eine Weile, aber sie kennen noch gar keinen Winterschlaf, weil in ihren bisherigen leidvollen Existenzbedingungen gab es sowas nicht. Und das dauert jetzt naturgemäß einfach eine Weile, bis sie dann plötzlich doch instinktmäßig das Bedürfnis haben, nachdem sie jetzt überhaupt in der Lage sind, irgendwo zu graben und auf natürlichem Boden unterwegs sind und nicht auf Beton, dauert das eine Weile, bis sie sich dann zum ersten Mal tatsächlich zum Winterschlaf hinlegen und dann nimmt das nach und nach zu, erfahrungsgemäß, was man da in diesen Parks beobachtet, habe ich mir erzählen lassen, dass sie dann nach und nach immer mehr Winterschlaf halten und auch immer länger. Und andererseits kommt dazu, dass bei den momentanen Wintern, die wir meistens so haben, jetzt hatten wir ja gerade mal einen halbwegs brauchbaren, das ist ja schön, da können wir uns auch drüber freuen, aber normalerweise wäre es für einen Braunbär in Deutschland nicht unbedingt erforderlich, tatsächlich einen Winterschlaf zu halten. Und innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets von Braunbären kommt der Winterschlaf auch nur da vor, wo er auch notwendig ist. Also wenn in Gebieten, in denen es so warm ist, dass die im Winter nicht pennen müssen und sie im Winter noch genügend zu fressen finden, dann pennen sie auch nicht den Winter durch. Also der Winterschlaf, der übrigens eine Winterruhe ist, korrekt genommen, der ist optional. Gut, jetzt. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das waren ja jetzt die Zuschauerfragen. Jetzt hätte ich noch ein paar
Anmerkungen. Die Anmerkungen basieren auf einem Vortrag, also genau genommen einer Vorlesung vom Professor Herzog, Professor Sven Herzog. Das ist der Wildtierökologe der Technischen Universität Dresden, Abteilung Taran für Forstwissenschaften. Also absoluter Profi in seinem Gebiet, anders als ich, muss man dazu sagen. Ich bin ja nur Feld-, Wald- und Wiesenforstfuzzi und sag zu allen Themen was, bin aber bei keinem Thema so richtig krass spezialisiert. Der Professor Herzog ist das schon, und zwar eben beim Thema Wildökologie. Ja, also da muss man schon ganz klar machen, dass er sich da mit Sicherheit massiv viel besser auskennt als ich. Ja, ganz eindeutig, wichtig. Nur damit das von vornherein klar ist. Ja, und der hat ein paar interessante Punkte angesprochen, über die ich auch gerne reden möchte. Ich bin im Wesentlichen selbstverständlich keiner besonders anderen Meinung. Möchte da trotzdem einfach nochmal drüber gesprochen haben, weil das so Sachen sind, die gerne mal verloren gehen und es zum Teil auch Erkenntnisse sind, die mir selber auch ein bisschen neu gewesen sind. So, und da fangen wir an mit dem Begriff Problemwolf. Kann man übertragen auf Problembär und Problem, was immer dann noch so auf uns zukommen wird, wenn wir dann irgendwann meinetwegen noch ein Goldschakal-Problem bekommen, ein Problem-Goldschakal. Und ja, das kann man also auf viele Tierarten übertragen, die eben diesen, irgendwann wird das Tier zum Problemtier und dann wird es entnommen, Mechanismus unterliegen. Die Idee kommt eigentlich quasi in fast jedem Managementplan von irgendwelchen Prädatoren in Deutschland vor, sowohl beim Bär als auch beim Wolf und so ziemlich in jedem Bundesland und in ziemlich jeder Region, die sich einen eigenen Managementplan erarbeitet haben, gibt es eben dieses Problemtier. Erstmal auffälliges Tier und dann eben wird es zum Problemtier. Der Stoiber hat das in seiner legendären Rede zum Problembär Bruno, die wird der ein oder andere vielleicht noch im Hinterkopf haben, die ging für damalige Verhältnisse ziemlich viral. Er hatte das schön, nicht schön, aber formuliert, sagen wir es mal so. Ja, und die Idee ist folgende: Wenn ein Tier verhaltensauffällig wird, dann ist es Problemtier und dann kann es entnommen werden und auch nur dann. Und das ist so aktuell die etwas hilflose und etwas mühsame und sicherlich nicht langfristig wirksame Strategie, die wir in Deutschland haben. Beispiel: Wolf reißt Schafe. So. Jetzt wird er zwar zum nach und nach, nachdem man festgestellt hat, dass er jetzt ein Problemtier ist und so weiter und so fort, wird er bürokratisch jetzt erstmal zum Problemtier ernannt. In der Zwischenzeit hat er Schafe gerissen, ist wieder über die Weide zurück, über den Zaun, harmlosen Zaun zurückgesprungen oder hat sich drunter durchgebuddelt, was auch immer, geht zurück zu seinen Jungtieren und hat jetzt quasi die Erfahrung gemacht, insbesondere wenn es ein Elternwolf, ein Leitwolf, wenn man so will, ist, dass eben Schafe reißen funktioniert. So, inzwischen wird er von mir aus zum Problemwolf erklärt, aber bis das alles durch ist, bis die DNA-Probe, ob es überhaupt ein Wolf gewesen ist, der da die Schafe gerissen hat, was soll es sonst gewesen sein in den meisten Fällen, ja, es besteht ein gewisses Restrisiko, dass es ein wildernder Hund gewesen ist, aber gut. Und nach geht da der bürokratische Apparat seiner Wege. Der Wolf springt nochmal irgendwo anders ins Schafgehege und reißt wieder Schafe. Nächstes Mal nimmt er vielleicht noch seinen Nachwuchs mit, zumindest bis zum Gehege und zeigt denen, hey, ich kann da drüber springen und hier gibt es leckere Schaf-McNuggets und die kann man hier einfach mampfen und gut ist. So, und das Problem ist jetzt folgendes: Dieser eine Wolf, der mag jetzt zum Problemwolf erklärt worden sein und zum Abschuss freigegeben sein, aber dem sein Nachwuchs hat jetzt möglicherweise beigebracht bekommen, muss nicht so sein, kann aber so sein, dass eben Schafe reißen völlig in Ordnung ist. Und wenn man jetzt das Leittier wegballert,
werden es die Jungen nicht mitbekommen. Lernen die Jungen dabei gar nichts. Die wissen jetzt nur, sie müssen ab sofort alleine zurechtkommen. Mutter, Vater, je nachdem, kommt nicht zurück. Und dann kommen wir alleine klar und wissen, ja, man kann zur Not auch mal so ein Schaf mampfen. Und was haben wir damit erreicht? Dass wir also dieses Leittier weggeschossen haben. Wir haben einen Wolf weniger, der weiß, dass Schafe gut schmecken. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass nicht gleich der nächste nachkommt. Das heißt, es ist einfach keine nachhaltige, keine wirksame Lösung, wenn alle Wölfe so lange geschützt sind, bis sie Schafe fressen und danach dann kurzfristig nicht mehr, bis sie weg sind und dann kommt der nächste, der ein Schaf frisst und davor weiß er wieder nicht, dass er kein Schaf fressen soll. Also auf die Dauer, es ist ein Bekämpfen der Symptome sozusagen. Es ist keine Lösung für die Krankheit, wenn man das jetzt so mal nennen möchte, sondern wirklich nur eine ganz kurzfristige. Ja, ein Aktionismus. Die Politik hat was getan. Die zuständigen Leute haben was getan, damit man halt einfach der Bevölkerung sagen kann, ja, wir tun ja was. Ja, aber das ist langfristig gesehen eben einfach keine gute Lösung. Es gibt zum Beispiel, die Schweiz ist da jetzt langsam, glaube ich, dran. War es die Schweiz? Ich meine, es war die Schweiz. Es machen aber auch Schweden macht das zum Beispiel so. Gibt es auch Ansätze, dass man auf der anderen Seite anfängt, dass man den erwachsenen Wölfen Jungtiere wegschießt. Das mag jetzt grausam klingen, das mag vielleicht auch so sein, aber Ethik hat in der Natur ohnehin nicht keinen besonders hohen Stellenwert, bis hin zu gar keinen. Weil, warum? Dann lernt das Alttier, oh, mein Junges ist weg. Das nehmen die wahr. Ja, die sind nicht blöd, die lernen da draus. Und die kriegen garantiert auch die Verbindung her, dass es hier plötzlich nach Mensch riecht und den Geruch nach Schießpulver, sprich, dass sie einen Jäger als Gefahr erstmal wahrnehmen und dass die auch zuordnen können, dass mit ihrem toten Nachwuchs sehr wohl Homo sapiens irgendwie was zu tun hat. Zumindest wenn das häufiger vorkommt. Und wenn man jetzt in einem Wolfsrudel, die zurzeit enorm hohe Aufzuchtquoten von Jungtieren haben, pro Wurf ein, zwei, von mir aus auch drei Jungwölfe wegschießt, dann ist die Vermehrungsrate nach wie vor hervorragend vom Wolf. Dazu kommt noch ein gewisser Verlust durch Straßenverkehr und andere menschgemachte Ursachen. Aber da gäbe es schon Möglichkeiten, einen gewissen Zuwachs der Wolfpopulation abzuschöpfen, und ihnen gleichzeitig klarzumachen, dass sie sich von uns besser fernhalten, weil wir potenziell gefährlich sind, weil sie dann den Tod von Jungtieren mit uns in Verbindung bringen. Das funktioniert nicht nur beim Wolf, das funktioniert auch bei Rotwild ganz hervorragend, das funktioniert auch bei Wildschweinen ganz hervorragend und bei beiden Arten möchte man das eben nicht haben. Das läuft dann unter die Kategorie bloß keine Zeugen zurücklassen beim Schießen. Also wenn du aus einer Gruppe Rehe zwei wegballerst, wissen die anderen, okay, wenn ich da auf freiem Feld stehe, dann fallen meine Kollegen plötzlich tot um und das heißt, ich sollte besser nicht da auf freiem Feld stehen, wo mich jeder erschießen kann. Und Rehe sind noch die am wenigsten intelligenteste, sage ich jetzt mal vorsichtig, Tierart von den drei genannten. Bei Wildschweinen ist das ganz katastrophal. Die sind dann irgendwann unjagbar, nachdem die ein paar Mal erlebt haben, wie ein Artgenosse in ihrer Nähe weggeballert wurde. Und Rotwild ist da auch ganz hervorragend drin, das zu lernen und sich das zu merken und entsprechend zu reagieren. Und wenn die das schon alle können, dann kann das der Wolf erst recht. Also davon darf man definitiv ausgehen. Und dann wäre noch zu sagen, dass übrigens auch in der Thematik, dürfen ja keine Wölfe töten. Also ich mag Wölfe. Ja, Wölfe sind großartig. Das sind ganz großartige Tiere, muss man gleich nochmal von dem weg sagen. Aber irgendwie muss das ja funktionieren mit dem Wolf in Deutschland. Und wenn man ihn einfach machen lässt, dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren, weil dann werden das viele mehr. Und dann gibt es irgendwann tote Kinder. Und spätestens dann ist das Image vom Wolf schlagartig ruiniert und dann wird man eher nach Ausrottung wieder schreien, als nach irgendeiner vertretbaren Lösung, die ein Zusammenleben von uns mit dem Wolf irgendwie möglich macht. Oder von Wolf trotz uns eher so rum. Und also diese Problem-Wolf-Lösung, das ist auf keinen Fall zukunftsfähig und aus wildökologischer Sicht auch wirklich. Symptombekämpfung, nach wie vor Symptombekämpfung. Zumal es ja andere Länder gibt, in denen erstens ein Jungwölfe wegschießen funktioniert und in denen zweitens auch ein kontrolliertes Wildtiermanagement, wie für viele andere Wildtierarten auch, mit dem Wolf auch funktioniert.
Wenn man sich zum Beispiel die Karpatenländer anguckt, da gibt es kein nennenswertes Wolfproblem. Der ist da schon immer da gewesen, der war da nie weg. Und die haben schon seit immer gelernt, wie man mit dem Wolf umzugehen hat. Nämlich, wenn er nervt, dann gehe ich auf die Jagd nach ihm, dann erlegst du ein, zwei und die restlichen kriegen das mit. Und dann sind sie plötzlich nicht mehr da im Dorf. Und das funktioniert. Ne? Also nachweislich klappt das. Das funktioniert in Polen, das funktioniert in Rumänien, in Schweden interessanterweise auch. Schweden ist ja unser deutscher Inbegriff für Wildnis gefühlt. Und wenn es darum geht, Länder, in denen man alles darf in der Natur, dann wird sofort immer Schweden genannt. Also erstens stimmt das nicht. Und zweitens kommt es darauf an. Und drittens, was den Wolf angeht, haben die nur eine sehr geringe Wolfspopulation. Ja, also Schweden, der Inbegriff der Wildnis und der romantisierten Wildnis des Deutschen, hat nur eine ganz geringe Wolfspopulation. Mehr leisten die sich nicht. Warum nicht? Ja, mehr macht Probleme. Zum Beispiel darf in komplett Nordskandinavien kein Wolf vorkommen. Und wenn doch, dann wird er da recht schnell entsorgt, weil da gibt es ja die Rentierherden. Und die Rentierherden gehören den Sami und die Sami sind wichtig. Das ist ja auch mal durchaus ein sinnvoller Umgang mit seinen jeweiligen Ureinwohnern im jeweiligen Land. Und die möchten gerne Rentiere züchten und haben darauf auf das Monopol. Und dann können die da Wölfe nun wirklich nicht gebrauchen, weil das kostet Rentiere. Deshalb gibt es da auch keine. Ja, und das wird nicht diskutiert. Und da gibt es auch wenig Opposition dagegen, dass das so ist. Und es funktioniert. Und trotzdem gibt es eine skandinavische Wolfspopulation, wenn die auch ziemlich niedrig ist. Aber es sieht so aus, als würde es einigermaßen hinhauen. Und eben die Karpaten sind noch ein viel größeres Beispiel. Nur gibt es da kein kontrolliertes Management. In Schweden werden nämlich die Wölfe genau gezählt und dann wird ein gewisser Anteil zum Abschuss freigegeben. Das wird exakt beobachtet, wer hat wann wie wen geschossen und passt es jetzt und dann ist Deckel drauf und dann darf nicht mehr geschossen werden. Während eben zum Beispiel in Rumänien das größtenteils über Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch länger, praktizierten illegalen Abschuss passiert. Aber es funktioniert trotzdem. Jetzt kann man weder Schweden noch die Karpaten mit Deutschland direkt vergleichen, weil wir natürlich viel enger besiedelt sind als beide Länder und das macht die Sache dann noch mal ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht müsste man auch in die Richtung denken, dass man sagt, ja, wenn die schon ein Wolfmanagement brauchen und eine gewisse Bejagung des Wolfs brauchen, wo sie doch viel Platz haben, ja, dann brauchen wir das wahrscheinlich erst recht, wo wir sehr wenig Platz haben. Gleichzeitig muss man aber bei solchen Sachen immer im Hinterkopf behalten, gefährdet man denn damit die Art? Ja, hat man jetzt das Problem, dass man möglicherweise den Wolf direkt wieder ausrottet? Und dazu muss man jetzt auch noch mal ganz klar wissen, dass deutsche Wolfsvorkommen ist keine eigene Wolfspopulation, sondern es ist der westliche Arm der baltischen Wolfspopulation. Und die ist gesichert. Da wird so schnell diese Basispopulation nicht aussterben. Es gibt also nicht ein separates Vorkommen vom deutschen Wolf, sondern das ist einfach der Ausläufer vom polnisch-tschechischen, weißrussischen, rumänischen Wolf, so diese Richtung. Und deshalb, wenn wir, selbst wenn wir alle Wölfe abschießen, was wir hoffentlich nicht tun, was ich auch keinesfalls gutheißen würde, dann gibt es nach wie vor diese Hauptpopulation, da wo sie vorher auch war. Und diese Population wäre nicht vom Aussterben bedroht, die wäre lediglich am Rand etwas gekürzt. So grausam das klingt, das ist die Wahrheit, wenn wir das ökologisch betrachten. Und ökologisch ist eine wissenschaftliche Denkweise und die ist per se wertfrei und ideologiefrei. Und deswegen ist der Wolf trotzdem ein tolles Tier. Ja, aber nochmal, eben das Problem Wolf, das wird so sicherlich nicht funktionieren und da muss man sich zeitnah was anderes einfallen lassen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ganz interessant ist die Rotwildsituation und das Vorkommen vom Wolf. Das ist sogar paradox, wenn man da mal drüber nachdenkt oder da mal drauf gestoßen wird. Der Wolf darf sich, der Stand aktuell, ne, politisch, wo er lustig ist, in Deutschland aufhalten und ausbreiten, wie er Bock hat. Solange er keine Nutztiere anfällt, wird er nicht zum Problemwolf erklärt und damit kann er tun lassen, was er lustig ist und keiner darf ihm was tun.
Das an sich ist eine relativ luxuriöse Situation und das gesteht man dem Wolf zu, weil er halt offiziell nach EU-Recht geschützt ist. Ob er so stark geschützt sein müsste, darf man juristisch übrigens durchaus bezweifeln, aber es ist halt jetzt erstmal so, sieht auch nicht so aus, als würde sich das in nächster Zeit ändern lassen oder sonst irgendwie ändern. Das ist erstmal vielleicht ja ganz gut. Ja? Das lassen wir jetzt mal so stehen. Spannend ist, dass sein Hauptbeutetier hingegen, insbesondere in Südwestdeutschland, auf ganz wenige kleine Flächen beschränkt ist und die ja nicht verlassen darf. Der Rothirsch, ja? Rotwild. Beziehungsweise Rothirsch und dessen Frau. Zusammen sind sie das Rotwild, damit wir klar wissen, von welcher Tierart wir reden. Diese großen Viecher mit dem großen Geweih, die Bööö machen. Ja, klar, also nicht das Reh. Das Reh ist dieses kleine Tier mit dem kleinen Geweih. Das macht bestenfalls Wuff! Ungefähr so. Tatsächlich das bellt. Ja, der Rehbock bellt. Das klingt total. Man hat schon oft gedacht, das sei ein Hund, wenn man das im Wald hört. Aber nein, es ist der Rehbock. Egal. Jedenfalls ganz wichtig: Reh und Hirsch sind zwar verwandt, aber nicht das Kind oder die Frau des einen oder des anderen. Dass das nochmal ganz klar ist. So, und das Rotwild lebt bei uns zumindest mindestens in Südwestdeutschland und da ganz ausgeprägt in Ghettos quasi. Die sind auf wenige Gebiete beschränkt, wo sie sein dürfen. Wenn sie die verlassen, werden sie weggeschossen und weil sie potenziell Schäden am Wald anrichten könnten. Und es ist jetzt paradox, dass ein so kontroverses Tier wie der Wolf sich in Deutschland ausbreiten möchte, wie er lustig ist und ein im Vergleich dazu wirklich völlig harmlos wirkendes Tier, das auf jeden Fall niemandem was tut, außer das Grünzeug futtert. Das ist auf ganz wenige Gebiete beschränkt, und zwar so stark, dass es genetisch bedingt, einfach durch den fehlenden Austausch mit anderen Populationen, weil die so weit auseinander sind, vom Genpool her zum Aussterben verdammt ist. Das wird durch Inzest irgendwann dahin gerafft werden, wenn wir da nicht irgendeine Lösung finden, wie wir mit dem Rotwild besser umgehen. So, und das ist jetzt auch noch in einer zweiten Hinsicht interessant, weil bisher sind die Hauptverbreitungsgebiete des Wolfs überall da, wo das Rotwild ist. Und wenn der Wolf sich jetzt weiter in Deutschland ausbreitet, auch in Gegenden, wo kein Rotwild ist, dann muss man sich fragen, ob da das reine Rehwild ausreicht, um den Wolf satt zu machen. Es gibt zwar Vermutungen und Untersuchungen, die sagen, ja, das ist kein Problem. Aber trotzdem ist es interessant, dass das bisherige Hauptvorkommen des Wolfs eben mit der Rotwildverbreitung korreliert. Ich sag ja nur. Ja? Also da wird man weiterhin gucken müssen und weiterhin beobachten müssen. Es gibt da ein Wissensproblem im Sinne von, wir wissen es noch nicht, wir müssen es weiter ausspinifeln. Aber das flächendeckende Vorkommen des Wolfs, das nur eine Frage der Zeit ist, wenn man ihn nicht aufhält, das wäre doch eine wunderbare Gelegenheit, um dann auch wieder das Rotwild sich ausbreiten zu lassen, weil wir mit dem Wolf ja gleichzeitig einen Rotwildregulationsfaktor hätten. Und das heißt, dann gibt es auch keinen Grund mehr, das ach so waldschädigende Rotwild, das ist es wirklich, ja, also es ist wirklich ein Problem für die Verjüngung des Waldes. Das ist nicht so, dass man sich das ausgedacht hätte. Aber dieses dann eben auch wieder flächendeckend vorkommen zu lassen, weil es wird im Bestand ja automatisch reguliert, weil ja auch der Wolf wieder da ist. Also da sehe ich eine Chance und gleichzeitig eben eine Paradoxität, dass man das Rotwild so einfärcht und den Wolf nicht. Gut, das wird auch beim Herrn Herzog ganz wunderbar beschrieben und deutlich kürzer übrigens. Was man auch nicht sich noch vorstellen könnte beim weiteren ohne Rotwild Ausbreitung des Wolfs, wäre die Sache mit dem Schwarzwild. Ne? Wir hatten ja schon drüber gesprochen, fressen Wölfe Schwarzwild, also Wildschwein. Wildschwein. Ne? Ja, tun sie. Und in manchen Gebieten, wo es gar nicht so viel Reh gibt, ist Wildschwein zusammen mit Rotwild, sofern es das dann viel gibt, tatsächlich auch die Hauptnahrung
vom Wolf. Und theoretisch wäre also vorstellbar, dass einfach der Anteil von Wildschwein in der Nahrung und auch dass die Notwendigkeit zum Erlegen wehrhafterer, größerer Wildschweine zunimmt, wenn durch das fehlende Rotwild und das nachlassende Rehwild, das wird früher oder später passieren, wenn der Wolf da ist, dann wird das irgendwann vermutlich ein wenig weniger werden, weil sich der Wolf so lange ausbreitet, bis er irgendwann so viel ist, dass er die Rehwildpopulation reduziert, bis er selbst wieder reduziert wird, dadurch, dass er nicht genug zu fressen findet und dann einfach eine höhere Jungensterblichkeit hat oder einfach die Reproduktionsrate zurückgeht oder einzelne Wölfe verhungern. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Wölfe sind in der Lage, ihre Anzahl der Welpen anzupassen und je nachdem, wie viel zu fressen es gibt, gibt es mehr oder weniger Welpen pro Wurf oder es findet einfach mal gar keinen Wurf statt. Das bedeutet, die Weibchen werden auch nicht rauschig und kriegen keinen Eisprung oder Eisprünge, das sind ja immer mehrere. Und dann gibt es halt keine Reproduktion in dem Jahr, weil das Weibchen hatte zu wenig zu fressen und dann ist auch gut. Also so wird das bei Wölfen sehr, sehr individuell und sehr intelligent und angepasst, wieder an den Lebensraum perfekt angepasst, gelöst. Ja, also das wäre ja ein positiver Aspekt, muss man sagen, weil wir dann das Wildschweinproblem zumindest zu einem gewissen Teil in den Griff bekommen würden, wenn wir die Wölfe dazu kriegen, dass die mehr Wildschwein fressen. Das auch nun mal so als Überlegung in den Raum geschmissen, einfach damit ihr euch da auch mal eure Gedanken zu machen könnt, wollt, je nachdem. Gut, was auch etwas ist, was ich zum ersten Mal gehört habe beim Herrn Herzog und was einem zugegebenerweise ein bisschen zu denken gibt, ist die Frage mit der Tollwut. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Über Tollwut hatten wir auf diesem Kanal schon zweimal gesprochen, einmal ein bisschen ausführlicher, das ist sehr lange her, das war so in der Anfangszeit, und einmal kürzer bei der Gefahr im Wald-Reihe. Und ich habe bei beidem mehr oder weniger gesagt, dass Tollwut aktuell in Deutschland kein Thema ist und zumindest die terrestrische, also die am Boden stattfindende silvatische, heißt die so? Ich glaube, so heißt sie, Tollwut, so gerade nicht stattfindet. Die hat man also erfolgreich ausgerottet, damals durch die Schluckimpfung der Füchse, die zur damaligen Zeit der Hauptüberträger der Tollwut gewesen sind. Wichtig zur damaligen Zeit. Denn historisch betrachtet ist nicht etwa der Fuchs der Hauptüberträger der Tollwut, der legt nämlich keine großen Strecken zurück und ist damit auch nicht in der Lage, ich glaube, ist Tollwut Bakterien? Ich meine, es wären Bakterien, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, was das überhaupt für ein Krankheitserreger ist, auswendig. Aber diesen über lange Strecken zu transportieren, macht nicht der Fuchs, sondern der Wolf, weil der ist Langstreckenwanderer und kann halt mal schnell vom einen Eck Europas bis zum anderen Eck Europas ziehen, wenn das auch nur vereinzelt auftritt und auch nur selten, aber ein mit der Tollwut infizierter Wolf, der sich die in Polen holt und dann plötzlich in den Pyrenäen auftaucht, wäre potenziell ausreichend, um in den Pyrenäen zum Beispiel die Fuchspopulation, wenn der Wolf da verendet, die Füchse fressen dran, wäre vorstellbar, mit Tollwut zu infizieren und schwuppdiwupp haben wir ein neues Tollwutvorkommen, zum Beispiel in den Pyrenäen, genauso vorstellbar im Schwarzwald. In den Vogesen, im Harz, sucht euch was aus, in Deutschland jedenfalls. Das ist ein Thema, weil Deutschland mag tollwutfrei sein, aber da die Wölfe ja eben jetzt gerne hierher wandern und auch bei Langflächenwanderungen mitbekommen, hier gibt es auch Wölfe, hier gibt es Artgenossen, in diese Richtung wandere ich und entlang an anderen Artgenossen immer weiter, bis sie irgendwann mitten in der deutschen Wolfspopulation landen, diese mit Tollwut anstecken aus Weißrussland von mir aus. Belarus, muss man das jetzt so nennen? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Kann mir das mal jemand erklären in den Kommentaren? Ich bin da nicht auf dem Laufenden. Naja, wie auch immer. Jedenfalls aus dem, was früher zumindest mal, mindestens früher Weißrussland gewesen ist, angenommen, das sei so. Dann könnte es sein, dass auf diesem Wege die Tollwut zurück nach Deutschland kommt und dummerweise, beziehungsweise
naja, man wollte wahrscheinlich mal wieder Kosten sparen, hat man ja inzwischen aufgehört, gegen Tollwut zu impfen. Also die Schluckimpfung der Füchse zur Bekämpfung der Tollwut war zwar erfolgreich, aber scheinbar war sie so erfolgreich, dass man der Meinung war, man könne sie jetzt einstellen und damit könnte es jederzeit zu einem inzwischen, sind die auch wahrscheinlich nicht mehr immunisiert, zu einem erneuten Ausbruch der Tollwut bei zum Beispiel Füchsen, Wölfen, ich glaube, Dachse können das auch ganz gerne mal kriegen. Ja, und andere Tierarten, kann es zu einem erneuten Tollwutausbruch kommen. Das ist ein Thema durch die Einwanderung von Wölfen von weit weg. Darf man nicht ignorieren. Denn Tollwut hat eine sehr lange Inkubationszeit. Das heißt, wenn sich ein Wolf sonst wo ansteckt, kann der noch bis sonst wo wandern und erst dann eben die Krankheit ausbrechen. Wenn die dann ausbricht, wird er nicht mehr weiter wandern. Dann hat er andere Probleme. Aber das ist möglich. So, das Mufflon. Ich habe hier auf meiner Karte noch das Mufflon und dann können wir, glaube ich, tatsächlich auch schließen. Mufflon, Muffelwild, das ist ein Wildschaf. Das stammt ursprünglich von Korsika und anderen Inseln im Mittelmeer, meines Wissens. Also soweit wir wissen, stammt es daher. Das ist auch nicht hundertprozentig geklärt. Und sieht toll aus, ist ein wunderschönes Tier, ganz sympathisch, hat so schöne geschwungene Hörner. Ich werde euch mal noch ein Bild einblenden an dieser Stelle. Und da gab es zum Beispiel in der Nähe vom ursprünglichen Wolfsvorkommen, also sprich dem in der Lausitz, da gab es mal eine schöne Population von eben Muffelwild, das da ausgesetzt wurde und sich da dann langsam etabliert hatte und da als Neozoon, muss man sagen, der Fairness halber, in dieser Landschaft tätig war und da halt eben gelebt hat. So. Was kann so ein Muffelwild? So ein Muffelwild, das ist ein Grasfresser, das ist ein Thema, weil wir haben bei unserer natürlichen Fauna, also bei all den Tieren, die in Deutschland als Wildtier so rumspringen, haben wir keinen wilden, ausgesprochenen und ausschließlichen Grasfresser. Gibt es da nicht bei unseren Tieren. Das heißt, die ökologische Nische des Grasfressers, des Rasenmähers in Anführungszeichen, die ist gar nicht besetzt. Das kann man manchmal ausgleichen, indem man wertvolle Naturschutzgebiete eben von Schafherden, also Kulturschaf, beweiden lässt. Das tut man deswegen, damit die Biodiversität hoch bleibt, damit diese wertvollen Lebensräume erhalten bleiben, damit es da Orchideen gibt und sonst was für ein schönes Zeug. Und die sehen ja auch toll aus, diese Magerhäsen, die da beweidet werden von Schafen und so weiter. Das kann man also, wie gesagt, mit dem Kulturschaf machen. Man könnte theoretisch aber auch einfach gucken, dass wir deutschlandweit mehr Mufflon hätten. Dann würde das Mufflon das für uns übernehmen als Wildtier und wir hätten dann eben mehr, ja, eine wildere historische Kulturlandschaft, weil sie nicht dadurch aufrechterhalten wird, dass nach wie vor ein anthropogener Prozess, nämlich Beweidung, aktive Beweidung durch Haustiere stattfindet, sondern es könnte dann von einem Wildtier übernommen werden und dann hätten wir ab sofort nicht eine historische Kulturlandschaft, sondern eine ehemalige historische Kulturlandschaft und neue Naturlandschaft, weil das Mufflon als Teil der Natur durchaus zu sehen ist. Sofern man da jetzt nicht ideologisch sofort schreit, was, das ist ein Neozoon? Nein, das hat hier nichts zu suchen. Grundsätzlich kann man übrigens auch damit argumentieren, dass es ein Neozoon ist und hier nichts zu suchen hätte, wenn es einem nichts ausmacht, dass es vom Wolf ausgerottet wird. Denn das Mufflon, wir haben ja gesagt, was kann das? Es kann ein bisschen weghoppeln, es kann sich auch ein bisschen verstecken. Beides hilft nicht gegen einen derart effizienten Jäger wie ein Wolf. Und in seiner Heimat gegen Prädatoren kann es auf kahle Felsklippen raufklettern, wo ein Wolf nicht hochkommt, warten, bis der wieder weitergezogen ist und dann wieder runter und dann da wieder weiter fressen. So, das Problem ist, wo haben wir denn bitte zum Beispiel in Sachsen kahle Felsklippen, wo das Muffelwild hochklettern kann, um sich vorm Wolf in Sicherheit zu bringen? Genau. Eher nicht. Und da haben wir auch das Problem, die natürliche Feindvermeidungsstrategie vom Muffelwild, das aus einer ganz anderen Ecke der Welt kommt, zählt überhaupt nichts hier bei uns in der Landschaft und damit hat es keine Verteidigungsstrategie und wird innerhalb von kürzester Zeit, da gibt es inzwischen leider viele Beispiele, vom Wolf komplett ausgerottet.
Ja, und zwar ausgerottet. Die lassen nicht ein paar übrig, die schmecken lecker. Ne? Scharf McNugget. Und dann sind sie weg. Nicht angepasst, überhaupt keine Option, sich zu wehren. Keinerlei Chance bei Vorhandensein vom Wolf irgendwie weiter zu existieren. Und das muss einem klar sein, wenn man also für eine mindestens für eine unregulierte Rückkehr des Wolfes ist oder eine vorläufig unregulierte, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Muffelwild in Deutschland, also wild lebendes Muffelwild, komplett erledigt haben wird. Und dann haben wir eben auch ein ökologisch sehr wertvolles Tier, das eben die ökologische Nische des Grasfressers ausfüllt, nicht mehr da. Und das wäre meiner persönlichen Meinung nach durchaus schade, auch wenn es ein Neozoon ist. Ein Neozoon, das aber niemanden verdrängt, weil kein anderer Grasfresser da ist. Und dass die lange unbesetzte Nische des Grasfressers ausfüllt, die sonst von einem Tier, das noch schwieriger als Wildbestand zu halten ist, besetzt werden würde, wie zum Beispiel einem Wisent. Das frisst zwar nicht nur Gras, aber davon dann auch so große Mengen, dass man das ungefähr vergleichen kann. Also ungefähr, so grob. Und das Wisent-Wild, das funktioniert nicht. Das hat man ja versucht im Rothaargebirge, wem das was sagt. Das ist so die Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen auf nordrhein-westfälischer Seite. Schönes langgezogenes Gebirge, aus der Variskischen Gebirgsbildung noch stammt, im Rheinischen Schiefergebirge zuzuordnen. Da hat man ja wirklich mal Wisent ausgesetzt und tatsächlich die Wild da laufen lassen und dann hat man kurze Zeit später wieder einen Zaun drum gemacht, weil man festgestellt hat, funktioniert nicht. Das sollte nur eine Übergangslösung sein, aber es ist nicht abzusehen, dass es irgendwann mal möglich sein wird, zumindest nicht meines Kenntnisstandes nach, dass man diesen Zaun wieder wegbauen kann, weil die richten derartige Schäden im Wald an, in Sachen von Holzschäden, in Sachen Verjüngungsschäden, wirtschaftliche Schäden, dass das, ja, man müsste den Privatwaldbesitzern, bei denen das Wisent rumspringt, einen Haufen Geld zahlen, als Ausgleich, als Entschädigung dafür, dass das Wisent da rumspringen darf und das will man nicht. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der wir über jedes bisschen Waldverjüngung dankbar sein dürfen, weil das gerade ein Problem ist. Und dann kann man sich auch fragen, ob man da jetzt wirklich noch zusätzlich als weiteren Belastungsfaktor des Waldes in Anführungszeichen das Wisent wieder wild rumspringen lassen möchte. Davon abgesehen, das ist ein Riesenvieh, das ist nicht ganz ungefährlich. Wie der Wolf. Ja, schwierig, 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 schwierig. Und dann doch vielleicht lieber ein Muffelwild bzw. ein Muffelschaf, weil das ist nun wirklich komplett harmlos. Und richtet eben auch keine Schäden am Wald an, weil es nur Gras frisst. Das ist so der springende Punkt. Also ich persönlich habe Schwierigkeiten damit zu akzeptieren, dass man den Wolf nur dann bekommt, wenn man gleichzeitig aufs Muffelwild verzichtet. Andererseits, selbst wenn wir das Wolfmanagement machen, ja, und wie eingangs irgendwo so in der Mitte erwähnt, möglicherweise die Problem-Wolf-Lösung weglassen und stattdessen den Wolf scheu machen, indem wir ihm Jungtiere wegschießen. Zum Beispiel, man kann übrigens auch durchaus noch diskutieren, ob man stattdessen einfach mal mit Gummigeschossen auf Wolfjagd geht oder sowas. Aber Gummigeschoss hat eine effektive Reichweite von vielleicht 50 Metern, wenn es gut läuft. Und damit musst du erstmal was treffen. Mit einer ballistischen Kugel, also diesem schönen Gewehr, ja, Patronen, Gewehr, Kugel, Dingens. Ne? Mir fällt gerade der korrekte Begriff nicht ein. Die haben ein ganz anderes Flugverhalten, eine ganz andere Schusspräzision. Damit ist es viel einfacher zu jagen und einen Wolf also damit zu erschießen, weil anschießen wäre Tierquälerei. Wenn dann schon erschießen, ist viel einfacher, als mit irgendwelchen Gummigeschossen daherzukommen. Deswegen, da ist einfach eine technische Umsetzung ein Problem. Das mit den Gummigeschossen kann beim Bär noch eher funktionieren, weil der ja sehr nah kommt und sie vor allem den menschlichen Siedlungen nicht nähern soll. So, da war die Speicherkarte voll. Ich zoome mal noch ein wenig. Ja. Also Gummigeschosse, das wollte ich gerade noch sagen. Beim Bär macht man das häufiger. Beim Bär scheint das auch einigermaßen
Ja, so halbwegs zu funktionieren zumindest, und das ist ja auch eine gute Lösung. Bären haben ja auch eine ganz andere Reproduktionsrate als Wölfe, das muss man auch nochmal klar sagen. Einen Bär wegschießen ist ein größerer Verlust, ökologisch betrachtet, als ein Wolf wegschießen. Wölfe können pro Jahr sich bis zu 50% ihrer Zahl vermehren. Also die haben eine potenziell wirklich enorme Wachstumsrate. Wenn das kleine Rudel sind, die trotzdem jeweils 5, 6 Welpen haben und die kommen alle durch, weil genug Futter da ist, was derzeit noch der Fall ist, dann ist das eine riesen Wachstums- und Reproduktionsrate. Und wenn man da zwei, drei Welpen wegschießt, dann ist es immer noch eine hervorragende und sehr gute Wachstums- und Reproduktionsrate. Dann geht vielleicht die Ausbreitung vom Wolf in Deutschland ein Ticken langsamer, aber dafür dann auch mit deutlich weniger Problemen. Hoffe ich. Ja. Wer mich schon länger zum Thema Wolf verfolgt, der wird mitbekommen haben, welche verschiedenen Ansichten ich dazu zu dem Thema schon geäußert habe, welche verschiedenen Themen wir diesbezüglich schon angesprochen haben. Es ist naturgemäß so, dass bei einer Frage, wo man die Antwort noch nicht kennt, sich auch die Antwortansätze und Lösungsansätze nach und nach verändern werden. Dieser hier zum Beispiel ist jetzt einfach ein neuer, den ich so bisher noch nicht vertreten habe, der mir aber bisher ehrlich gesagt als am sinnvollsten erscheint. Denn wir haben so viele Wölfe inzwischen, also die Zahlen nehmen rapide zu. Jetzt in Zeiten Corona hat es auch keiner mitbekommen, dass die nach wie vor weiter zunehmen. Und da wird auch kein Ende in Sicht sein. Also jedes Waldgebiet, egal ob da ein paar Häuschen drin stehen oder drumherum stehen und so weiter und so fort, in dem es genug zu fressen gibt, und das ist derzeit quasi wirklich überall der Fall, ist potenzielles Siedlungsgebiet für den Wolf. Und es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er da ankommt, nicht ob er da ankommt. Nix hält ihn davon ab, wenn wir eben nicht beschließen, auf ihn im größeren Stil zu schießen. Ne? Die natürliche Begrenzung der Wolfspopulation geschieht durch Nahrungsmangel, und wenn der nicht auftritt, dann gibt es auch keine, noch nicht eine natürliche Begrenzung der Wolfspopulation. Das muss einem ganz klar sein, auch wenn einem das möglicherweise nicht gefällt. So, Zettel leer. Jetzt gucke ich mal, wie viel habe ich denn hier ungefähr gequatscht. Hier steht, ach ja, okay, hat eine Weile gedauert. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich. Ich wünsche einen schönen Abend. Vermutlich ist es das, wenn ihr guckt. Und dann bis zum nächsten Mal. Und jetzt muss ich noch irgendwie gucken, dass Tonspur und Bild halbwegs synchron hinkriege. Dankeschön.